Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Mein Projekt Poolumbau kommt nun in die heiße Phase. Ich kann mit dem Aufbau der Poolwände beginnen. Auch die Einbauteile, wie der neue Skimmer, die Düsen oder der neue LED-Scheinwerfer, kommen nun zum Einsatz. Ich werde heute den neuen Pool am Computer planen und euch hierbei den einen oder anderen Hinweis zu meinen Entscheidungen geben. Wenn ihr wissen wollt, wie mein Pool zukünftig aussehen wird und auf was es bei den Einbauteilen zu achten gilt, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Der alte Pool wurde zurückgebaut. Ich habe die Folie und die alten Einbauteile ausgebaut und die Stahlwand entfernt. In den letzten Wochen habe ich die massive Stützwand aus Stahlbeton abgerissen und den Bauschutt entsorgt. Nun kann ich endlich mit dem Neubau des Pools beginnen. Die seitlichen Stützbänder des Stahlwandpools werde ich weiterverwenden. An der Westseite werde ich eine neue Mauer bauen. Diese Mauer baue ich mit Schalstein mit einer Stärke von 25 cm. Diese Steine werden übereinander mit Versatz aufgebaut und mit Eisenbewehrung verstärkt. Da ich noch einige Steine von einem anderen Projekt übrig hatte, habe ich bereits die Mauer so aufgestellt, wie ich mir das vorstelle. Auf der Ostseite werde ich eine richtige Treppe bauen. Diese Treppe baue ich ebenfalls mit 25 cm dicken Schalsteinen. Auf der rechten Seite soll in einer Höhe von 100 cm eine Sitzbank im Wasser gebaut werden. Hierfür verwende ich Schalsteine mit einer Stärke von 17,5 cm. Davon habe ich noch einige auf Lager. Die Wand auf der Südseite hat im Moment einen Versatz. Die Stützmauer steht nicht in einer Linie mit der kleinen Schalsteinmauer. Hier werde ich einen schmalen Schalstein mit einer Stärke von 11,5 cm vor die bestehende Mauer bauen. Ab der dritten Reihe werde ich dann mit 25 cm dicken Schalstein weiterbauen. Ihr seht also, die neue Poolplanung ist gar nicht so kompliziert. Allerdings muss ich nun dafür sorgen, das benötigte Baumaterial in der richtigen Menge zu bestellen. Ich habe meine Baugrube ausgemessen und die Daten in meiner Skizze eingetragen. Damit ich einen noch besseren Überblick bekomme, werde ich diese Daten auf dem Computer nachbearbeiten. Dafür nehme ich euch mit in mein Büro. Da bin ich wieder, zurück am Computer. Für die Bearbeitung meiner Bauskizze verwende ich das Programm SketchUp. Das Programm ist kostenfrei verfügbar und reicht für meine heutigen Zwecke völlig aus. Ich werde nun die Skizze aus meiner Baugruppe in das Programm übertragen. So sieht das fertige 3D-Modell von meinem neuen Pool aus. Ich habe die neuen Wände, die Treppe und auch den Podest eingezeichnet. So kann ich die Größenverhältnisse deutlich besser einschätzen. Den Skimmer, die beiden Einlaufdüsen und den Unterwasserscheinwerfer habe ich ebenfalls eingezeichnet. Auf die Bauteile gehe ich etwas später in diesem Video ein. Denn zunächst habe ich ausgerechnet, wie viele Steine und wie viel Bewehrungsstahl ich benötige. Um den Überblick nicht zu verlieren, habe ich mir eine kleine Excel-Tabelle gebastelt. Und mit dieser Tabelle geht's nun ab zum Baustoffhändler und danach wieder direkt zurück in die Baugrube. Schauen wir uns die Einbauteile mal etwas genauer an.
Der Unterwasserscheinwerfer ist am einfachsten zu berechnen. Der Scheinwerfer wird in einem Lampentopf eingebaut. Der Lampentopf muss während der Bauphase eingemauert werden. Das Leuchtmittel kann man aber jederzeit austauschen, da der Lampentopf nach PAR 56 zertifiziert ist. Im Starwandpool war der LED-Scheinwerfer 85 cm über dem Boden in der Wand. Damit habe ich gute Erfahrung gemacht. Das Becken war gut ausgeleuchtet. Dieses Maß werde ich also beibehalten. Bei den Einlaufdüsen und dem Skimmer ist die Berechnung der Bauteile schon etwas anspruchsvoller. Es empfiehlt sich, pro Quadratmeter Wasseroberfläche mindestens einen Skimmer zu verbauen. Der Abstand zur nächsten Ecke sollte mindestens 50 cm betragen. Bei einer größeren Oberfläche oder einer Beckenbreite von mehr als 3 Metern sollte es dann bereits 2 Skimmer sein. Mein Becken wird eine Wasseroberfläche von rund 22 Quadratmetern haben. Ein zweiter Skimmer ist daher nicht unbedingt erforderlich, auch wenn ich diesen gern verbauen würde. Allerdings fehlt mir der Platz. Der einzig mögliche Einbauplatz befindet sich in dieser Wand auf der Südseite. Die Wand ist ungefähr 2,30 Meter lang und ein Teil ist durch den neuen Sitzpodest blockiert. Somit hätte ich nur noch einen Bereich von knapp 150 cm zur Verfügung. Für zwei Skimmer ist das zu eng. Ich werde daher einen größeren Skimmer mit einem möglichen Wasserdurchfluss von 7,5 Kubikmetern in der Stunde einbauen, um die nötige Absaugleistung des Wassers sicherzustellen. Meine Pumpe ist eine Speck Magic 8-2. Die Pumpe stammt noch vom alten Stahlwandpool und wird im neuen Steinpool weiterverwendet. Mit einer Leistung von 8 Kubikmetern in der Stunde passt die Pumpe sehr gut zum Skimmer. Die neuen Düsen werde ich mit einer Mauerwerksdurchführung in die Wand einbauen. Die Mauerwerksdurchführung wird direkt in die Wand eingemauert. Auf der Innenseite kann ich die Düsen direkt einschrauben. Hier ist ein 2 Zoll Innengewinde. Auf der Außenseite kann ich ein 50 mm Rohr direkt hineinkleben. Ich werde den Flexschlauch jedoch mit einem Reduzierstück und einem Adapter an das 2 Zoll Außengewinde anschließen. So kann ich später einen Austausch vornehmen, ohne das verklebte Rohr zu zersägen. Die Öffnung der Düsen kann vergrößert werden. Hierbei steht eine Größe von 3 Kubikmetern, 5 Kubikmeter und 7 Kubikmeter zur Verfügung. Wenn ich die mittlere Variante wähle, komme ich auf insgesamt 10 Kubikmeter in der Stunde. Mit einer Pumpenleistung von 8 Kubikmetern sollte das ganz gut passen. Grundsätzlich sollte das Wasser des Pools dreimal pro Tag komplett umgewälzt werden. Mein neuer Pool wird ein Volumen von ungefähr 25 Kubikmetern haben. Der kleinste Durchfluss ist im Skimmer mit 7,5 Kubikmetern. Um das Wasser einmal komplett umzuwälzen, benötige ich 3,5 Stunden. Bei 3 Umwälzungen am Tag müsste die Pumpe also mindestens 10,5 Stunden am Tag laufen. Das passt. Übrigens, die verbauten Produkte verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Der Baustoffhändler hat das Material geliefert und ich kann nun die Poolwände mauern und die neuen Einbauteile einbauen. Doch das zeige ich euch im nächsten Video, denn für heute bin ich fertig. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit meinem Poolbau weitergeht, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Bimmel. Dann verpasst ihr keines meiner neuen Videos. Gebt mir ein Like, wenn euch mein Video gefallen hat und vergesst nicht, einen Blick in die Beschreibung unter dem Video zu werfen. Ich freue mich schon auf eure zahlreichen Kommentare. Bis bald!